Herzlich willkommen hier im Raum Bewusstsein und wie wir uns selbst immer mehr in eine neue Ebene in uns selbst bringen und finden können. Und zwar möchte ich nochmal da anknüpfen, wenn wir bestimmte Dinge erfahren haben, Verlusterfahrungen gemacht haben, etwas loslassen mussten, was uns wirklich sehr schwer fiel, oder in Situationen waren, ob das jetzt in der Kindheit, in der Jugend oder so ist, die uns geprägt haben. Und wo wir heute, auch da mal, heute meinen, dass diese uns noch so beeinflussen, behindern, dass wir in unsere Kraft kommen, in unser Potenzial kommen. Und an der Stelle jetzt mal der Hinweis oder der Impuls reingegeben. Wenn ich eine Situation im Heute habe und ich schaue zurück und finde da vielleicht was in meiner Biografie, das mit als Auslöser dient, dass ich mich so fühle oder dass ich so vieles erfahren habe und so weiter, das mag sein und das ist auch legitim und das ist auch in Ordnung. So. Und dann werden wir aber, wenn wir auf unserem inneren Weg des Erwachens sind, so möchte ich es jetzt mal nennen, auf dem spirituellen Weg, auf dem Seelenweg, ja, dann werden wir irgendwann erkennen, dass wir auch alte Erfahrungen, gemachte Erfahrungen an irgendeinem Punkt dieses Weges wirklich, wirklich vollkommen loslassen bzw. erlösen müssen. Und diese Erlösung, Befreiung, da kann uns die Geisteskraft von Christus helfen, ja, aber unsere innere Haltung da dazu, die können nur mir bestimmen, ja, und nur mir korrigieren. Und das habe ich bei mir selbst auch erlebt, tiefste Verlusterfahrungen gemacht in diesem Leben und das müssen wir irgendwo verarbeiten, verstoffwechseln, hinter uns lassen, etwas Neues aus uns rausgebären und so weiter. Und solange man über das Geschehen ist, über die, sagen wir als Verlusterfahrung, über das Geschehen ist noch reden wollen, über das berichten wollen und, das ist immer, also nach meinem Dafürhalten, immer noch ein Zeichen, dass es halt nicht ganz so runtergesackt ist und im Frieden ist, wie es in Frieden vielleicht auch kommen möchte, mit Sicherheit. Ja, ich habe das bei mir auch und das ist ein Prozess. Und den Prozess, da können wir die einzelnen Schritte manchmal, die können wir gar nicht überspringen. Also auch hier den Mut dir rüberzugeben, wenn du vielleicht eine Situation hast und du findest die immer wieder in ähnlichen Situationen und kommst da fast nicht raus, dann beobachte dich selbst, wie sprichst du über Erfahrungen, Erlebnisse oder über eine Erfahrung, über ein Erlebnis oder vielleicht sogar, und das sehe ich ganz große, ja, auch ein ganz großes Feld noch, was über Rückführungen aufgewirbelt wird, weil wenn das Ego noch sehr aktiv ist, sprich der Verstand, dann wird ja genau dieses Erlebnis immer wieder heranziehen für alles Mögliche. Also da kann ich jetzt einfach einmal aus, das ist ja schon ewig her, aus dem Praxisalltag sagen, ich hatte Klientinnen, die hatten Rückführungen gemacht. Es wurde aufgedröselt, sage ich mal. Es wurden Dinge kamen zutage
Und aber der Geist, der Verstand dieser Klientin, ich sage es jetzt mal, ich muss es glaube ich nicht mehr, ja, diese Frau, ich nenne es jetzt einfach mal eine Frau, diese Frau ging dann raus mit dieser Erfahrung aus der Rückführung und kam, irgendwann hat sie mich gefunden und sie kam aber wegen was ganz anderem. Und dann kam aber irgendwie wurde das Höhere führte uns dann quasi zu dieser Erfahrung in der Rückführung. Und dann hat sie mir gesagt, seit dieser Rückführung stimmt bei ihr gar nichts mehr. Okay, und dann habe ich gesagt, okay, dann warten wir jetzt, was das Schöpfung, die Quelle da dazu vielleicht uns auch sagt oder darüber gibt. Und das, was dann geschehen ist in der Frau, in diesem Geschehen lassen, in diesem ja, göttlichen Raum, so möchte ich es mal nennen, hat einfach gezeigt, dass halt die Rückführung ging bis an einen bestimmten Punkt und da ging es dann nicht mehr weiter. Aber jetzt ganz klar an der Stelle, es geht hier nicht, dass ich Rückführungen bewerte und beurteile. Punkt, das ist das Erste. Es kann sein, das Bewusstsein von der Frau konnte nicht weitergehen. Völlig in Ordnung, ja. Aber es war etwas aufgewühlt worden, wo der Verstand oder auch das Ego nicht damit umgehen konnte, so war es in dem Fall. Ja? Und das müssen wir auch immer wieder bedenken, wenn wir heute, weil auch das Thema Rückführungen ist ja ein ziemlich weit gefächertes Programm in der Zwischenzeit, auch da gilt es hinzuschauen, ist das Bewusstsein oder der Verstand bereit, dass er das verstoffwechselt, verarbeitet bekommt, was er da vielleicht erlebt oder erfährt. Nur das als Impuls. Also überleg dir es gut, wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt dran, dann wird es auch richtig sein. Aus meiner eigenen Geschichte, also ich habe keine Rückführungen von irgendjemand mit mir machen lassen. Ich wurde selber praktisch zurückgeführt. Ja, über meine Seele, die hat die Rückführung gemacht und nichts im Außen und keine Aufstellung. Weil da nehme ich auch, da ist ein Feld in der Zwischenzeit entstanden, wo sich ganz viele Energien einfach drin tummeln. Ja, so möchte ich es mal sagen. Und ich habe gemerkt, dass dann in dem Fall bei dieser Dame, da hat sich das dann lösen können und wir kamen wirklich an diese Urwurzel, Urwunde. Aber diese Urwunde, da ging es nicht darum, dass man die anschaut oder dass man die bewusst über eine menschliche Maßnahme, so möchte ich es mal sagen, dass man die erfasst. Das ist aus dem Höchsten raus geschehen in dem Moment. Und das ist total wichtig, das ist total wichtig. Ja. Genau. Einfach das auch nochmal. Schau, welches Konzept würde es jetzt mal nennen, also auch Rückführung ist für mich ein Konzept oder ein Programm, welches Konzept dir wirklich dienlich ist. Ich bekomme immer wieder aus dem Geistigen raus, schau nicht zurück, weil die Vergangenheit ist vergangen, das heißt, die ist gegangen, die ist gegangen, die ist gegangen, die ist gegangen. Ja. Bleib im Jetzt und nimm das entgegen, was da aus der Zukunft entgegenkommt.
dann häng dich nicht an die Vergangenheit, weil das ist immer dieses, dieses Konstrukt oder dieses Denken oder Bewusstsein, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Brauchen wir gar nicht. Wir können natürlich einiges lösen, aber auch das Lösen kann zur Sucht werden. Und das sind die neue, das wird neue Süchte hervorrufen, die aus diesen Praktiken entstehen. Das wird mir einfach gezeigt. Sorry, wenn ich das jetzt hier so sage. Ja, auch da wird was gezüchtet, was nicht im Höchsten entspricht. Also, alles Liebe und denk dran, du hast alles in dir und jede gemachte Erfahrung ist wie eine Knospe, die zu irgendeinem Zeitpunkt als wunderschöne Blume erblüht. In dir und in deinem Leben. Alles Liebe!